Ein Klick und deine Fotos sind nicht mehr von Gott und der Welt, sondern nur noch von deinen Freunden zu sehen. So einfach geht das, wenn man es weiß. Der angehende Medienwissenschaftler Ted Koop erklärt den Schülern, wo die Gefahren lauern bei Snapchat. Es gibt ja dieses Sexting, das heißt, es sind freizügige Bilder, weil ja eigentlich die ursprüngliche Idee Snapchats war, dass die Bilder nach 10 Sekunden verschwinden. Es ist aber so, man kann ein Bildschirmfoto oder ein Screenshot davon machen. Und wenn dann freizügige Fotos oder irgendwie peinliche Fotos umherwandern, dann kann das für die Kinder ein Problem werden. Und dann sind dann auch oft die Eltern, die dann auf die Barrikaden gehen. Er schickt sie los, um im Haus Fotos zu machen, die eine Geschichte erzählen. Diese Fotoserien sind das Herzstück von Snapchat. Sie sind nur wenige Sekunden online, dann werden sie wieder gelöscht. Paul, Suat und Maximilian machen Snaps von Situationen, die entstehen können, wenn man ständig nur aufs Handy starrt. Die App kommt aus den USA und das ist das Problem. Wenn man den Nutzungsbestimmungen zustimmt, dann ist eigentlich der Datenschutz nicht mehr gegeben. Und sozusagen, selbst wenn man Fotos nur für sich macht, die werden trotzdem auf die Server in Amerika dann übertragen. Die zweite Gruppe versucht, versteckten Werbebotschaften in YouTube-Videos auf die Spur zu kommen. Das Ganze ist ein gemeinsames Projekt von Uni und Landesmedienanstalt. Wenn wir dann aufgeklärt haben, zum Beispiel zu Facebook, und da sind dann alle Sicherheitseinstellungen korrekt, dann kommt eben die nächste App und die hat eben ganz andere Tücken. Das heißt, da müssen wir eben speziell darauf reagieren. Und deswegen haben wir uns halt eben auch jetzt mit den Studenten zusammengeschlossen, weil die sind eben schon per se am Thema dran, weil die eben auch jünger sind und diese Medien auch zum Teil selber nutzen. Auch die Handynummer kann man verbergen. Ted Koop zeigt den Jugendlichen, wie man seine Privatsphäre schützen kann. Zwei Klicks, die ankommen bei den Kids. Ich nehme mal zu Hause das mit dem Datenschutz. Ich habe schon das geändert, dass nur meine Freunde sehen können. Uni und Landesmedienanstalt wollen weiter zusammenarbeiten, damit im Internet keiner mehr eine Bauchlandung macht.